Hallo und herzlich willkommen zu meinem Monatsrückblick. Der September, der hat sich irgendwie ganz schnell verabschiedet und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich noch 3 Bücher tatsächlich beendet habe, denn das sah erst nicht so danach aus. Wir haben aber auch ein paar Serien geguckt und einige Filme. Also es sind wirklich diesmal einige Filme dabei. Aber wenn euch interessiert, ja, was ich so konsumiert habe, dann bleibt einfach dran. Ja, als erstes habe ich noch so die letzten Sommer-Vibes mitgenommen und habe Living the Dream, Liebe kennt keinen Plan von Amelie Moorman beendet. Das Buch habe ich ja mal in so einem Wanderpaket abgestaubt und ist es bei mir gelandet. Und hier geht es um Lilly und ja, Lilly hat sich so eine Liste erstellt mit dem Motto Living the Dream. Sie möchte ihr letztes Schuljahr so verbringen wie in den ganzen Highschool-Filmen, denn da sieht sie ja ständig, was sie nicht alles an Erfahrungen sammeln, diese typische Highschool-Erfahrung. Und sie denkt sich so, ja, jetzt wird's mal Zeit, letztes Jahr, vielleicht sollte ich mal ein bisschen noch was anpacken. Und da hat sie so einige Sachen auf dieser Liste und lernt dann Zachary kennen. Und der, ja, hilft ihr vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt oder stellt ihr ein paar Steine in den Weg. Das Ganze war irgendwie ziemlich süß. Also ich fand erstmal die Schreibweise so genial, dieser Schreibstil, weil das Buch ist einfach voller Witz, hat richtig Humor und das hat mir halt super gut gefallen, weil das, finde ich, ist so ein locker leichtes Buch, was man super lesen kann, wenn man eben ja, so im Sommer mal was zwischendurch lesen möchte. Natürlich kann man das auch zu jeder anderen Jahreszeit lesen, aber irgendwie passte das da so vom Gefühl her super rein. Und es hatte natürlich auch so ein bisschen seine Schwächen, aber hierzu gibt es auch auf jeden Fall schon eine detailliertere Buchbesprechung so rum. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal gerne vorbei. Aber so fand ich es auf jeden Fall süß und der September ja, hat schon sehr gut gestartet damit. Dann habe ich ein Buch beendet, was ich in einem Buddyread gelesen habe, und zwar Fanatic von Anna Day. Das ist mal als Mängelexemplar bei mir eingezogen und ich habe es irgendwie verdammt lang liegen lassen. Deswegen war ich ganz froh, dass ich das jetzt zusammenlesen durfte und ich fand es sogar ganz gut. Hier geht es ja um Violet und Violet und ihre Freunde, die lieben der Galgentanz. Der Galgentanz, das ist ein Buch, was aber auch schon verfilmt worden ist und sie liebt einfach alles und kann den ganzen Dialogen mitsprechen. Ja, nur irgendwie passiert plötzlich etwas ganz Seltsames und sie landet eben genau in dieser Welt von der Galgentanz. Das ist aber nicht unbedingt eine schöne Welt, denn der Galgentanz ist eine Dystopie, wo zwei verschiedene Lager existieren. Einmal die normalen Menschen, die jetzt eher ja, verarmt und im Dreck irgendwie leben. Und dann gibt es eine Gruppierung, das sind die genetisch manipulierten Menschen. Denn man kennt die Menschheit, ne? Die wollen immer besser, immer weiter, immer mehr und ja, haben irgendwann sich zum perfekten Ebenbild hergestellt. Und genau diese Gruppe ist natürlich jetzt die herrschende und die normalen Standardmenschen müssen für die arbeiten. Und das ist, ja, wie gesagt, kein schöner Ort, vor allem weil halt ständig auch Menschen gehängt werden, deswegen eben auch der Galgentanz. Und wie Violet sich mit ihren Freunden hier so schlägt, das müsst ihr selber erfahren. Aber ich fand, es war eigentlich ganz nett, es hatte auch so seine Schwächen, manche Sachen waren so ein bisschen widersprüchlich, manchmal war es auch ein bisschen zäh, aber ich fand, mit 3 Sternen war das trotzdem noch eine nette Unterhaltung, die man wirklich super gut lesen kann. Und ja, wenn man auf sowas Bock hat, tut euch keinen Zwang an, war auf jeden Fall sehr nett. Und ganz zum Schluss hatte ich noch einen riesen Leseschwung und habe Broken Darkness so verführerisch gelesen. Das habe ich mir einfach mal ganz spontan gegriffen, weil ich ja nach so diesem ganzen Liebes- und High-Tea-Tie-Zeug, was ich vorher auch gelesen habe oder was ich teilweise sogar schon angelesen habe, wollte ich mal wieder ein bisschen was haben, was ein bisschen mehr Spannung hat, was sexy ist. Und das ist Broken Darkness auf jeden Fall. Hier geht es um Annie und Annie ist in einen Wohnwagen gezogen, in so einem Trailerpark. Und eines Tages klingelt da ein Handy und sie geht natürlich dran und am anderen Ende der Leitung ist Dylan. Und Dylan hat irgendwie eine total verführerische Stimme und ja, macht Annie so ein bisschen an. Und die beiden, die ja, starten ein sehr gewagtes Spiel miteinander und Dylan schafft es, dass Annie einige Dinge tut, die sie vorher wahrscheinlich nie getan hätte. Annie hat nämlich hier auch so ein kleines Geheimnis und auch Dylan verbirgt etwas und ja, was das für Sachen sind und wie die beiden mit diesen Geheimnissen vielleicht umgehen, das erfahrt ihr hier. Ich fand, das war echt cool. Ich habe das ja nun mal auf
Rad von Susi Delmar damals gekauft, weil die das ja mal was anderes fand und irgendwie sehr cool. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon Stimmen gehört, dass das ein halber Porno ist und die das überhaupt nicht gut fanden. Aber ich muss gestehen, Leute, es gibt halt unterschiedliche Arten von Menschen und ich fand das sehr cool, ich fand das war sehr sexy. Der Erotikteil, klar, war natürlich sehr derbe, deswegen war die Sprache auch dementsprechend manchmal und hier passieren halt einfach erotische Sachen, die abseits vom Standard sind. Hier, sowas in der Art habe ich teilweise noch nicht gelesen und es hat mir echt sehr gut gefallen, es hat mich super unterhalten und ich weiß nicht, mir hat das einfach super gefallen, wie Annie aus sich rauskommt und immer mehr sich entdeckt und zu sich selbst auch irgendwo findet und die ganze Nachbarschaft und alles, was die verbergen, das war mega interessant. Und auch hier sage ich nur, Leute, das Buch hat einen miesen Cliffhanger. Also Band 2 habe ich mir deswegen schon extra besorgt, aber ich werde unbedingt weiterlesen. Das war definitiv ein Highlight für mich, hat aber ja, 4 von 5 Sterne bekommen, weil so ein bisschen Luft nach oben war doch noch, aber es hat mich wirklich sehr gefesselt. Also hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ja, kommen wir jetzt kurz zu den Serien. Mein Freund und ich, wir haben Elite, die 3. Staffel, beendet. Das, ja, langsam reicht's, finde ich einfach. Elite ist ja diese spanische Serie, wo ich Staffel 1 und 2 ja auch schon geguckt habe und ich fand's mega spannend, weil in der ersten Staffel passiert ein Mord in einer Elite-Schule und ja, man findet halt heraus, wer es war, warum und wer wie zusammenhängt. Das ist halt super interessant, weil man hat halt diese reichen Snobs und dann hat man aber auch Leute, die durch ein Stipendium jetzt neu dazugekommen sind und wie da was miteinander verstrickt ist und wer mit wem, das fand ich halt super spannend. Mir hat das auch super Spaß gemacht. Staffel 1 fand ich gut, Staffel 2 konnte ich mir auch noch geben. Bei Staffel 3, bin ich ganz ehrlich, habe ich mir jetzt auch teilweise gedacht, okay, reicht langsam mal. Ich fand es trotzdem immer noch unterhaltsam, jetzt nicht mehr ganz so super wie die ersten beiden Staffeln, aber trotzdem noch sehenswert. Ich werde aber auf jeden Fall, glaube ich, erstmal nicht weiter gucken, weil ich weiß, es soll eine 4. Staffel geben. Aber in der 4. Staffel sind viele von den Hauptdarstellern jetzt der ersten 3 Staffeln nicht mehr dabei. So ein paar bleiben wohl und dann kommen neue. Ich finde einfach, es reicht mittlerweile. Man hätte irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen sollen. Aber gut, wenn es läuft, ne, dann dreht man die Maschine immer weiter, immer weiter. Ja, war aber auf jeden Fall trotzdem ganz nett. Dann eine Serie, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, mein Gott, was zur Hölle ist das denn? Und zwar Disenchantment. Das habe ich schon mal bei einigen gehört. Das ist ja irgendwie von den Machern, die, glaube ich, auch die Simpsons gemacht haben. Das gibt es auf Netflix exklusiv. Und das ist halt so eine Zeichentrickserie. Und da geht es um ein Königreich. Und wir sind verdammt lang zurück in der Zeit. Und Beam, die Prinzessin, die ja ist halt keine Vorzeigeprinzessin, sie trinkt gerne mal ein bisschen und hat keinen Bock auf diese Pflichten, zieht lieber ihre Hose und die Stiefel an. Und irgendwie ist alles ziemlich over the top teilweise, weil dann findet sie noch einen Elfen, der irgendwie mit ihr abhängt und ein Dämon soll sie heimsuchen, der ist dann auch noch die ganze Zeit dabei. Der Vater, er kriegt irgendwie nichts gebacken und ist mit einer Eidechsenfrau verheiratet. Also mega skurril einfach. Und am Anfang dachte ich mir einfach nur, mein Gott, das ist so gar nicht mein Humor. Mein Freund wollte die eigentlich gucken und ich habe mir so gedacht, ja gut, habe ich schon von gehört, kann man gucken. Gegen Ende fand ich es tatsächlich spannend. Ich glaube, es ist so eine Serie, man muss da ein bisschen reinkommen und irgendwie halt auf diesem Humor, auf dieser Humorschiene sein. Manchmal finde ich es ein bisschen, ist es nicht auf meiner Humorschiene und manchmal trifft es sie wieder. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, an so einem Punkt, wo ich es spannend finde und deswegen ja, gucken wir auch gerade die 2. Staffel noch. Aber es ist mal was anderes, also falls ihr auf Zeichentrick Sachen steht, Königs Schloss und so, alles ein bisschen total überdreht, dann schaut euch mal das Enchantment an. Ja, und zum Schluss wurde es ein bisschen trashig. Es war ein Zufall. Wir hatten hier MTV mal an und da lief dann irgendwie so eine Serie Are You The One? Und man hat das irgendwie einfach laufen lassen und plötzlich war man so, was ist das und worum geht's da? Man ist ja irgendwie hängen geblieben. Also irgendwie gibt es da 10 Frauen und 10 Männer und die werden in ein Haus zusammengepfercht. Also es gab wohl vorher einen Pool aus mehreren Leuten und aus diesem ganzen Pool wurden perfekte Matches gebildet, also der perfekte Partner. Es gab irgendwie Tests und es wurden wohl auch mit Freunden und Bekannten gesprochen oder sowas. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie das jetzt vonstatten geht, ist ja aber auch, glaube ich, Nebensache. Und
dann geht's los. Sie sind alle in diesem Haus. Jeder hat seinen perfekten Partner und keiner weiß, wer das ist. Und jetzt müssen die sich halt kennenlernen, im Haus miteinander reden, gucken, ob man Gemeinsamkeiten hat, ob man zusammenpasst. Und dann gibt's auch noch in jeder Folge immer ein Spiel, was die machen müssen, wo man dann nochmal so Dates gewinnen kann, zu denen man geht. Und die sind halt alles auf so paradiesischen Gebieten. Erst waren die in Hawaii, dann in Puerto Rico und alles ist natürlich so, oh, schön und idyllisch. Ja, und dann am Ende der Folge gibt es immer so eine Zuordnungsrunde. Da muss jeder einen Partner wählen. Einmal wählen die Männer, dann wählen wieder die Frauen. Und ja, am Ende gehen so Scheinwerfer an. Und wenn alle 10 Scheinwerfer leuchten, wui, kriegen die 1 Million. Wenn nicht, dann nicht. Und das ist eigentlich total Trash. Ich habe, glaube ich, ich habe das mal gegoogelt und das gibt es wohl auch auf RTL oder gab es mal auf RTL in Deutsch. Also ich habe schon gesagt, auf Deutsch würde ich mir das nie geben. Aber MTV hat schon immer so den Reiz, dass ich das irgendwie trotzdem gucke. Das ist halt was Leichtes für zwischendurch und ich finde es toll. Und auch wenn es trashig ist und die manchmal den dümmsten Mist machen, egal. Also Staffel 1 und Staffel 2 haben wir schon geguckt. Jetzt ist Staffel 3 dran. Aber ich mag das. Oh Gott, kommen wir jetzt mal zu den Filmen. Ich sehe gerade, dass ich mich teilweise schon gar nicht mehr daran erinnern kann, dass wir die echt im September geguckt haben. Das fühlt sich verdammt lang her an. Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2 haben wir geguckt. Den ersten haben wir, glaube ich, im Monat davor gesehen. Den fand ich ja ganz niedlich. Und den zweiten haben wir jetzt gesehen, im September. Und ich fand den eigentlich ganz süß. Ich fand den ersten immer noch ein bisschen besser, spannender von der Handlung her. Aber Band 2 fand ich trauriger. Teil 2, ich bin schon wieder bei Büchern. Teil 2 fand ich irgendwie trauriger, da ist mir auch eine Träne so ein bisschen runtergerollt. Also Drachenzähmen leicht gemacht, da geht es ja um so ein Wikingerdorf und die werden ja von Drachen heimgesucht und die bekämpfen sich erst gegenseitig die ganze Zeit und der Sohn vom Wikinger-Häuptling, der versucht dann auch einen Drachen zu jagen, weil er ist eher so der schmächtige Kleine und die anderen sind alle solche Kravenzmänner. Und trifft dann auch einen Drachen, aber stellt ziemlich schnell fest, er kann einfach keinen Drachen töten, das geht nicht. Und trifft dann eben auf Ohne Zahn und Ohne Zahn ist so niedlich. Ja, also haben wir Teil 2 geguckt und den fand ich auch ganz süß. Auch wenn er minimal schlechter war für mich als der erste, aber trotzdem super. Ja, dann habe ich mich für Der Teufel trägt Prada entschieden. Das wurde mir auf Netflix die ganze Zeit vorgehalten. Hier, guck mal, mich gibt es jetzt auf Netflix. Und ich nur so, okay, Anne Hathaway, Meryl Streep muss einfach nochmal her. Den habe ich ja schon gesehen, aber mein Freund kannte den nicht. Und ich liebe das einfach, wie Meryl Streep, diese Oberchefin von dieser Modezeitschrift spielt und wie Anne Hathaway das Mauerblümchen versucht, da irgendwie Fuß zu fassen. Und ich finde es einfach toll. Ich liebe eh fast alles mit Meryl Streep und das ist einfach ein toller Film. Ja. Ja, dann wurde es wieder ein bisschen animierter. Es gab Ab durch die Hecke. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht vorher gesehen. Ich merke aber auch, dass das keiner der Filme ist, die mir jetzt wahrscheinlich lange in Erinnerung bleiben. Ich weiß, dass es Tiere gibt, die da gerade aus dem Winterschlaf erwachen und sind jetzt wieder auf der Suche nach Futter. Und es gibt ein Tier, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Tier war. Ein Waschbär? Ich merkt man schon wieder, schon viel zu lange her. Und der weiß auf jeden Fall, dass die Menschen auch Futter haben. Denn als die Tiere aus dem Winterschlaf erwachen, die da in diesem Wäldchen waren, stellen die fest, oh, da ist plötzlich eine Hecke. So, ne? Aus Grünzeug. Und es wurde einfach in der Zeit, als sie geschlafen haben, wurde eine neue Nachbarschaft da aufgebaut. Und ihr Territorium ist mega klein. Und ja, die machen da auf jeden Fall ein paar Abenteuer, keine Ahnung. Fand ich ganz lustig, aber ich merke schon, ich habe schon wieder viel zu viel vergessen. Ja, dann wurde es ein bisschen schnulzig, denn ich wollte PS, ich liebe dich gucken. Ich liebe diesen Film einfach. Ich weiß, das Buch ist ein bisschen geiler, ich habe es auch gelesen, es steht auch hier. Aber den Film habe ich damals zuerst gesehen und ich liebe Jared Butler. Also allein dafür ist der Film einfach mega, mega cool. Und Kathy Bates ist auch so toll. Und ja, aber PS, ich liebe dich, wer es nicht kennt. Also in dem Film geht es darum, dass halt ein Ehepaar super glücklich ist, aber dann stirbt der Mann an irgendeiner Krebsart und sie ist todtraurig, aber erhält dann zu ihrem Geburtstag plötzlich eine Nachricht von ihrem verstorbenen Mann. Und die bekommt sie immer wieder. Also er hilft ihr irgendwie, diese Trauer zu überwinden, gibt ihr immer Tipps und sagt, hier, kauf dir ein schickes Kleid und geh mit deinen Mädels aus und schenkt ihr irgendwelche Tickets, um nach Irland zu fahren. Und das ist einfach der nächste gemütliche Teil, dass die in Irland sind. Und das ist so schön und gemütlich und traurig. Und wie gesagt, ich rede nur vom Film.
nicht vom Buch, aber ich mag den Film, der ist sehr nett und für kuschelige Tage das Richtige. Ja, dann haben wir beim Fernsehgucken zufällig gesehen, dass das Leben des Brian läuft. Ich weiß gar nicht mehr, Tele 5 oder sowas, das war irgendwie echt ein Sender, den ich kaum anhabe. Und den musste ich meinem Freund einfach zeigen. Der ist auch so überdreht, der ist ja irgendwie schon aus den 70ern oder so. Und hier, wie heißen die denn nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Aber wenn ihr das Leben des Brian kennt, dann wisst ihr, von welcher englischen Comediengruppe das da ist. Auch wenn mir das gerade nicht einfällt. Die haben auch der Ritter der Kokosnuss und sowas gemacht. Egal. Das Leben des Brian ist einfach mega schräg. Und da geht es ja auch, da wird ganz viel Bibel und Religion, Jesus, der Jesusweg ein bisschen aufs Korn genommen und alles. Es ist einfach so lustig. Also spätestens jetzt weiß er, warum ich immer sage, bitte jeder nur ein Kreuz oder auf dem Boden. Allein solche Sachen. Er musste ihn einfach sehen. Ja, und dann hat er sich für dafür revanchiert und auf Amazon sich den Film The Philosophers ausgesucht. Kannte ich überhaupt nicht. Fand ich aber irgendwie mega cool. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Es geht da um eine Schulklasse in Indien. Es sind, ich weiß gar nicht, also die sprechen, es sind keine Inder, die sprechen Englisch. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Elite-Ding oder was, wo Leute dann ihre Kinder in so eine indische Schule schicken. Fragt mich nicht. Und die haben da halt Philosophieunterricht. Das ist der letzte Schultag und der Lehrer will so ein Gedankenspiel machen. Und zwar, die Welt geht unter. Es gibt einen Bunker, wo nur 10 Leute Platz drin haben. Wer geht in diesen Bunker? Und die Schüler, die ziehen erstmal Karten, wo drauf steht, was für einen Beruf die haben. Und dann geht das natürlich los, ne? Wie entscheidet man überhaupt, wer jetzt das Recht hat zu überleben und wer zu sterben hat? Und das war einfach diese ganzen Gedankengänge, das war irgendwie mega cool. Und dann ist immer wieder aufgefallen, wo der Fehler war. Und dann hat man nochmal ein neues Szenario gemacht, wo dann aber nicht nur der Beruf entscheidend war, sondern dann standen noch andere Sachen da drauf, wie zum Beispiel, wird aber in 5 Jahren sterben, weil oder kann in 5 Jahren nicht mehr reden oder ist impotent, irgendwie solche Sachen, was ja auch alles interessant und wichtig ist, um danach eine neue Welt zu bevölkern. Aber ich fand den irgendwie cool. Ich fand, das Ende war irgendwie Matsche und zwischendurch sind auch so ein paar Sachen gewesen, wo ich dachte, aber so insgesamt, ich glaube, der denkt schon so, der regt ein bisschen zum Nachdenken an. Also ja, war auf jeden Fall ein cooler Film. Könnt ihr auf Amazon Prime gucken. Und ich habe mich dann mit Izzy und Ozzy bedankt. Den fand ich jetzt nicht ganz so geil. Ich glaube, mein Freund fand den ein bisschen besser als ich. Ja, ich wollte irgendwie sowas Lockeres haben. Und auf Netflix gab es halt dann diesen Film, wo Izzy mega, mega reich ist und ein bisschen Stress mit ihren Eltern hat, weil sie möchte gerne in New York auf so eine Kochschule, weil sie kocht total gerne, aber das ist ja kein Job für so eine Reiche. Das geht ja gar nicht. Ne? Die soll jetzt studieren und solche Scherze. Und dann trifft sie auf Ozzy. Ozzy ist, heißt Oscar. Und der ist Boxer. Hat jetzt nicht das gute, tolle Leben, weil seine Familie sehr viele Schulden hat. Er muss in der Tankstelle von seiner Mutter noch nebenbei arbeiten. Will aber eigentlich Profiboxer werden. Nur irgendwie fehlt dafür das Geld und die Zeit. Und die beiden treffen halt aufeinander. Und Izzy denkt sich so, boah, du brauchst Geld. Komm, spiel doch meinen Freund. Dann kann ich meine Eltern ärgern. Und wenn ich dann wieder Zugriff auf mein Konto habe, dann gebe ich dir auch das Geld zum Boxen. Ich fand es teilweise lustig, ich fand es teilweise nett, ich fand es teilweise total, ich konnte nicht hingucken, es war so Fremdschämen und ein bisschen over the top. Der Film hat mich zwischendurch irgendwie ein paar Mal verloren, war so in Ordnung, aber ich glaube, ich werde den bald wieder vergessen und nochmal gucken, auf keinen Fall. Ja, und zum Schluss habe ich dann Moulin Rouge geguckt mit meinem Freund und das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich glaube, ich habe keinen Film so oft gesehen wie Moulin Rouge, wirklich. Ich singe da alles mit, das muss richtig schlimm sein, den Film mit mir zusammen zu gucken, also wirklich. Aber der ist so toll und da geht es ja um das Moulin Rouge und Nicole Kidman, die da eine Kurtisane spielt und Ewan McGregor, der ein Schriftsteller ist und schreiben möchte und da eben landet und dann kommt der Duke und der möchte das Moulin Rouge kaufen und in ein Theater verwandeln und sie, ja geil, dann kann ich eine Schauspielerin werden und muss mich hier nicht mehr mit den alten Säcken rumgeben. Aber anstatt mit dem Duke dann so ein bisschen rumzumachen, verliebte sich halt in Ewan McGregor, den Schriftsteller. Und
Ach, es ist so tragisch und es ist so schön und ich liebe einfach diesen Film, wie der aufgemacht ist. Ich liebe dieses ganze Moulin Rouge-Dingen und die Musik, wirklich, die Musik ist der Knaller. Ich liebe es. Deswegen, bester Film auf der Welt. Das hat er ihn auch endlich mal gesehen. So, ihr Lieben, das war mein Monatsrückblick für den September. Ich hoffe, er hat euch gefallen und lasst mir bitte wie immer gerne eure Meinung zu den Sachen da. Habt ihr eins der Bücher gelesen, eine der Serien gesehen oder einen der Filme geguckt? Diesmal war ja ein bisschen Filmauswahl da. Ja, wie gesagt, sagt mir gerne Bescheid und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao!